Amit! Hallo mein Freund, ich bin gerade dabei, dir zu schreiben, parallel. Ich bin live, aber wir können trotzdem kurz darüber sprechen. Hat das alles geklappt? Ich habe ihn noch nicht angerufen. Ich bin jetzt erst frei geworden. Ach so. Ich checke jetzt alle Nachrichten auf meinem Handy. Ich war selber noch am Drehen. Und ich wollte mich nur bedanken bei dir erstmal für das Vertrauen und ich werde den Kontakt vorbilden. Ja, super. Der ist wirklich ein sehr, 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 sehr wichtiger Mann. Ja, Prio 1. Ich wollte dich noch was fragen, okay? Ich wollte dich noch was fragen. Ich habe in Amerika jetzt ein neues Auto gekauft, ne? Ja. Ich möchte gerne deine ehrliche Meinung, weil es mir wichtig ist. Sei wirklich ehrlich, okay? Ja. Ich bin absolut ehrlich. Wenn du es schlecht findest, dann was soll ich machen? Also guck. Ich war mit Nico unterwegs, ne? Und das Autos-Thema, das ist auch für mich so ein bisschen so, weißt du, ich kann mich auch nicht so lange damit beschäftigen. So, und Nico wollte, dass ich mir 488 hole. Ja. Aber ich sag dir ehrlich, so diese alten Autos. Ich weiß, das macht mir irgendwie, das ist nicht so meins, so irgendwie, ne? Ja. Plus, die waren jetzt auch nicht günstig, weil da hätte ich auch dann irgendwie diese über 300, ich glaube, was kostet so ein Auto? Was kostet so ein 488? Okay. Hier Convertible. Cabrio? Ja. Deutschland, je nach Laufleistung, wenn das Auto 10.000, 20.000 Kilometer drauf hat, so 200.000. Genau, 250 hat das, glaube ich, auch gekostet, so, ne? Aber dann war mit, ja, in Dollar, genau, und dann Sales Tax da drauf und so, aber irgendwie, ja. Das ist halt dann, weißt du, das ist auch dann alt und so, und irgendwie war es nicht so meins. Jetzt halte ich fest. Am Ende, ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil auch hier jemand, der sich den Wagen auch geholt hat, ich habe mir jetzt einen MC20 geholt. Ja. Also. MC20, sehr schönes Auto. Visuell? Klang auch? Ja, nein, ja. Klang nicht. Klang glaube ich nicht, weil ich hole mir dieses, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Also wenn du ihn fährst, hat er einen coolen Klang im Stand, kriegst du nichts raus aus dem. Der Wagen ist vom Infotainment und so, obwohl er neu ist, vorsichtig. Okay. Nicht so toll, nicht so aufregend, was das Navi und so angeht. Aber der größte Faktor beim MC20 ist, der Wagen ist halt eine Geldvernichtungsmaschine. Jetzt halte ich fest. Moment, ja. Moment. Also, als erstmal gebe ich dir recht, der kostet, da gibt es manche Stickerpreise, je nach Carbon. Kostet der, weiß ich, 300 oder so. 300.000, genau. Ich habe, warum auch immer, einen gefunden, das ist in Amerika auch so, keine Ahnung, erster Hand, der war vorher auf Honolulu und dann ist er nach Dallas gekommen. Und das ist der 223er, der schon diese neue digitale Anzeige hat für diese Schaltknüppel. Den habe ich bekommen für $179. Inklusive allem? Also dazu kommt dann noch, also da muss dann auch die Sales Tax bezahlen. Das sind irgendwie dann, also Steuer 8% oder so, ne? Aber das ist ja zum. Bist du so bei 200.000? Ja, genau, so. Was hat der gelaufen? Ich glaube, das waren 5.000 Kilometer, also ein bisschen weniger als 5.000. Das ist okay. So, ich habe jetzt. Preis ist das okay? Der wird dir trotzdem nochmal in 2 Jahren vorneweg 6.000 Euro verlieren. Meinst du, der geht auf 100 runter? Ja. Echt? Ja, ja. Na gut. Ja. Auf den Huni? Brutales Auto. Guck mal, du musst dich ja nur an der Vergangenheit orientieren. Maserati, schönes Gran Turismo Modell oder die Grand Sport oder die Cabrio. Die lagen alle so bei 100, 120.000, wollte keiner haben. Und jetzt haben wir halt ein aktuelles Modell, aber ich gehe davon aus, dass die Wertentwicklung ähnlich sein wird. Okay, ja, ich habe mir jetzt noch von Aria oder wie heißt das, 7 Designs, habe ich mir noch das Bodykit geholt. Ja, mach bloß keine Folierung im Matten. Nein. Aber ich habe dieses blaue Carbon-Kit geholt. Ich weiß, das hast du bestimmt noch nicht gesehen, weil das ist jetzt auch wahrscheinlich nicht so. Aber das sieht aggressiv aus, aber ja. Also dein EK ist gut, ein EK ist, kann man nichts sagen, aber so würde ich sie auch in Deutschland einkaufen und verkaufen, weil sonst kriegst du sie gar nicht verkauft. Ne? Wenn du an das Auto 230, 200 schreibst, wird keine Ahnung. Ja. Für den Kurs, das ist ein Kurs, ich muss ihn quasi selbst für eine 170, 180 hier ankaufen, um ihn dann für eine 200 wegzuhauen. Das ist der Kursstand jetzt. Ich gehe davon aus, die Kurse runtergehen. Ist nicht schlimm, bei allem werden die Kurse runtergehen. Bei Maserati halt mehr als bei anderen. Die ersten 100.000 Wertverlust, 1.000 hat schon ein anderer für dich gemacht. Ja, ist ein cooles Auto. Hast du schon mal live gesehen? So hast du? Ja, ja, klar. Ich habe ganz viele von denen hier, weil sie keiner kauft. Ah, okay. Ja. Ich hab auch den Maserati MC20 als Cabrio zum Beispiel hier. Ach nee. Bei mir als Cielo. Ah, okay. Da verlange ich für einen Neuwagen 200.000 Euro für Steuer. Ja, okay. Ja, aber in Deutschland sind die auch ein Ticken teurer als in Amerika. Ja, ja. Das sind nice, das sind richtig schöne Autos, kann man echt nichts sagen.
Ich hätte es mir nicht gekauft, aber es ist ein tolles Auto. Ja, aber weißt du, guck mal, zum Beispiel, okay, dann gehe ich zu Ferrari. Ich sag dir ehrlich, wenn ich jetzt ein aktuelles Auto haben will. Aber Marc, dann hätte ich mir lieber einen Roma gekauft. Ja, aber der kostet auch wieder viel mehr, ne? Musst du auch ehrlich sagen. Gar nicht. Ein Roma kannst du schießen für 200, 220. Ja, aber irgendwie, das hat mich auch nicht so krass angemacht. Ist aber ein ganz moderner Ferrari. Ich fand den Roma als Cabrio ganz gut. Roma Spider ist auch schick, aber... Ja, also ich hätte zum Beispiel lieber einen Roma gekauft als einen MC20, weil wer 200 hat, der hat auch 230 zum Ausgeben. Ja, was soll ich machen, ist schon passiert. Ja, jetzt hast du es gemacht. Ist nicht schlimm. Lebe deinen Traum in den USA weiter. Ja. Ja, kommst du noch mal rüber eigentlich mal irgendwann, oder? Hoffentlich bald. Bist du dauerhaft dort? Ja, ich lebe jetzt da, ja. Wenn du jetzt ja, irgendwie Content... Du zwischendurch nach Deutschland zurück oder so? Ich bin jetzt gerade hier, wegen Streaming und so, aber weil wir halt so eine Aktion haben, aber sonst eigentlich bin ich nur drüben, ne? Okay. Aber wenn du, ja, gerne, gerne. Ja, dann kannst du den Herbert ruhig anrufen. Den rufe ich jetzt direkt an. Super. Alles klar, Omid. Dann viel Erfolg und bis bald. Ich hoffe, ich darf mich für den Kunden bald mal davon lassen. Ach, alles easy, alles easy. Gut. Danke, ciao, okay. Ciao. Tschüss. Ich sag's euch, der Omid ist wirklich, wirklich immer, also was soll ich sagen, der Omid ist einfach, und das von Autohändler. Autohändler ist wirklich ist ähnlich wie bei Uhrenhändler, äußerst unsympathische Berufsgruppe, aber er ist wirklich ein guter. Der Omid ist wirklich, die Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe, und ich habe ihm auch andere Kunden gegeben, Niklas, große Deals, wirklich große, große, und der war immer fair. Der war immer fair. Und damit meine ich, du hast eine Marge und die Marge muss gemacht werden. Ich finde, Omid ist immer, ich bin immer so mit dem klargekommen. Und was ich gehört habe, auch jetzt zum Beispiel mit dem Niklas, manchmal ist der Omid auch ein bisschen, also der Omid ist dann schon sehr risiko, also nicht risikobereit, aber... Also der überweist auch das Geld dann einfach, auch wenn das Auto vielleicht noch nicht da ist, so mäßig, ne? Und da muss man das auch machen können, ne? Von Ferrari Düsseldorf, nein, guck mal, nein, Ferrari Düsseldorf, darum geht's nicht, das ist ein Autohaus, verstehst du? Also du kannst, guck mal, der Omid hat von mir den Dodge Ram gekauft, sowas kannst du nicht damit machen. Ich habe, muss ich ehrlich auch ganz klar sagen, Ferrari Düsseldorf, super Haus, Ferrari Düsseldorf, ich bin nach wie vor... Jetzt, was heißt Kunde, aber ich bin jetzt nicht mehr hier, aber das ist halt, ich weiß gar nicht warum, ich war beim Video da, ich habe sogar den Portofino, habe ich gar nicht Ferrari Düsseldorf angeboten, weil ich weiß gar nicht warum, aber das hat sich einfach so ergeben, ne? Also, was ist eigentlich aus dem Puro Sangre geworden? Ja, du kannst ja die Autos nicht mitnehmen, ne? Gerade Ferrari ist ja so ein Thema, Ferrari kannst du auch so nicht umrüsten und daher die deutschen Bestellungen, ich muss die in Amerika neu, wenn dann neu machen, weil du kannst diese Autos nicht mit rübernehmen. Also Puro Sangue, wir sind gerade dran, den TaylorMade vielleicht in Amerika auszuliefern. Das Problem ist aber, dass quasi ein Händler, das Geld würde ja an den es wird nicht funktionieren. Also das wird nicht funktionieren. Ja. Du hast mal erwähnt, dass du richtig enttäuscht wurdest von Preisen. Ach, im Autohandel? Ja, man kann es knicken. Also da kann man leicht enttäuscht werden. Safe, safe. Auto kaufen und stehen lassen. Guck mal, jeder hat seinen eigenen Leistungsbereich. Mit den Autos, dass ich jetzt so anfange, Autos zu bestellen, dann Dings und dann zu verkaufen, das ist meins. Ich sag's so.